Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Heute geht's wieder in die Schweiz. Ein ganz kurzes Video über das mit dem Huntsman zusammen wohl am weitest verbreitetes und verkauftes Victorinox. Das Huntsman und das Spartan, das Spartan. Weil es so spartanisch ausgestattet ist, aber sehr beliebt, weil günstig, praktisch, schmal, leicht. Habe ich zwei schöne Modelle hier gekauft. Die werden dann jeweils ein Geschenk. Und habe ich gedacht, wenn ich die hier schon für ein paar Stunden zu Hause habe, dann schauen wir die uns doch mal ganz kurz an. Der Klassiker schlechthin aus dem Sortiment im 4-Layer-Programm, ne? Das Huntsman mit den 4 Standardwerkzeugen plus auf einem weiteren Layer die Säge und die Schere. Das ist mein uralt Huntsman. Das wird jetzt bald 30 Jahre alt. Seit 30 Jahren im Einsatz. Hier muss ich mir doch irgendwann mal eine Feder dazu kaufen. Der war natürlich nicht original dabei. Da habe ich mir auch ein bisschen Ersatzteile gekauft beim Messerchoker. Kann man schön auch selbst alte Messer nochmal pimpen. Also der bekannte 4 Layer mit Säge und Schere. Und ohne Säge und Schere haben wir hier das Spartan. Neue Version mit kleinem Loch unter dem Korkenzieher. Da habe ich nämlich aus Marias Näh- und Häkelkiste ein bisschen hier mal die Stecknadeln geklaut, weil da können wir das gleich noch aufrüsten, indem wir hier noch eine kleine Stecknadel drin versenken, weil sowas kann man immer mal gebrauchen, eine Nadel dabei, ne? So, schon haben wir in diesem Modell eine Nadel drin. Wir haben das Messer um ein Werkzeug erweitert. So, das gleiche Spielchen machen wir noch hier. Schöne Stecknadel. So, wunderbar, ne? Und hier kann man dann so eine Nadel versenken. Korkenzieher rein, bingo. Super. Also ein Werkzeug habt ihr schon gesehen. Die Nadel, wir haben hier den Korkenzieher, den Zahnstocher, auf der anderen Seite die kleine Pinzette, der Schlüsselring, hier der Splintring, neuerdings bei den neuen Modellen schön fest dran verbunden mit einer Feder, mit dran. Wir haben die Stechnäherale mit dem Loch durch bei den neuen Modellen. Und hier drüben die beiden üblichen verdächtigen Dosenöffner, Flaschenöffner, jeweils mit großem und kleinen Schraubenzieher sowie kleiner Klinge und große Klinge. Ist aber aus der 91mm Modellreihe, ne? Gibt ja auch noch die Nummer kleiner, die 82er. Aber das sind hier die 9cm Modelle. Schön schlank und leicht. Und man hat doch mal so das absolute Notfall-Mini-Multitool dabei. Mit schlappen 59 Gramm, 2,1 Unzen. Das schlägt wirklich nicht großartig zu Buche. Wenn wir noch die Stärke messen, das ist auch noch schön flach. Das stört wirklich nicht großartig in der Hosentasche. Wir haben hier gerade mal 1,4 cm. Also gehört in jede ordentliche Hosentasche, sage ich mal als Minimum, ne? So ein Spartan. Mit den Mini-Werkzeugen. Vom Preis her auch super attraktiv, ne? Die Dinger kosten 14,50 Euro. Das macht sich auch mal wunderbar, jetzt wie die beiden Modelle hier als Geschenk, als Mitbringsel. Ne? Wir sind eingeladen. Und dann werden wir mal die Leute hier ein bisschen auf Vordermann pimpen. Mit einem schönen Victorinox für die Hosentasche bzw. die Handtasche der Dame, ne? Jo, ganz kurz heute das 1.3603 Spartan, das wahrscheinlich am weitest verbreitete und verkaufte Victorinox mit dem Huntsman zusammen, dem Klassiker aus dem 4-Layer-Sortiment. Danke Leute fürs Reinschauen, fürs Bewerten, Kommentieren und ich kann euch schon mal verraten, es steht wieder eine große Messerserie ins Haus. In den nächsten paar Tagen werden hier wirklich noch einiges an Videos aufschlagen und bis dahin sage ich, haltet eure Taschenmesser stets griffbereit. Wir sehen uns wieder hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.